Ich halte nicht sehr viel von Drohung, aber was Sie hier machen, ist reine Verleumdung. Ich habe schließlich einen guten Ruf zu verlieren. Wenn Ihr Büro so weitermacht, ohne Beweise für diese Unterstellung, dann sorge ich dafür, dass Ihre Amtszeit als Bezirksstaatsanwältin sehr kurz ist. Ich mag Drohungen auch nicht, Dr. Jameson, ganz besonders nicht, wenn sie gegen mich gerichtet sind. Also bitte, worüber regen Sie sich eigentlich so auf? Wenn Sie so unschuldig sind, wie Sie behaupten, kann Ihnen überhaupt nichts passieren. Wenn Sie irgendetwas mit Santanas Verschwinden zu tun haben, werde ich persönlich dafür sorgen, dass Sie hinter Gitter kommen. Schönen Tag noch. Er ist etwas gereizt. Für jemanden, der nicht viel von Drohungen hält, kann er aber ziemlich perfekt damit umgehen, was? Er wird merken, dass er seine Maske bald verliert. Übrigens, ich habe hier was für dich. Was ist das? Das Testergebnis von den Tabletten, die wir in Louis' Krankenzimmer gefunden haben. Santanas ehemaliger Zimmernachbarin. Dieser Bericht besagt, dass die gelben Tabletten nicht die sind, die sie hätte nehmen müssen. Und der Rest sind Placebos? Er hat sie zu Höchstpreisen verkauft. Also stimmt es, Wir haben ihn, Julia. Du solltest dich lieber nicht zu früh freuen. Und du solltest nicht so schwarz sehen. Der Bericht beweist eindeutig, dass er Missbrauch mit den Tabletten betrieben hat. Was willst du noch? Selbst wenn wir ihn all dessen überführen können, ist das nicht so wichtig. Ich will ihn wegen versuchten Mordes. Und dafür reicht es leider nicht aus. Aber solange dieser Kerl frei rumläuft, ist Santana in Gefahr. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich muss etwas mit jemandem klären. Aber ich wirklich keine Chance, dich zu überzeugen. Sehe ich aus, als hätte ich Spaß daran, auf einen Berg zu klettern? Es würde dir gut tun. Es ist nicht gesund, wenn man nur ständig drinnen rumsitzt. Denk nur an die frische Luft, die unberührte Natur. Das Ungeziefer, die brennenden Sonnenstrahlen. Danke für das Angebot, aber das ist nichts für mich. Übrigens, manchmal reite ich und spiele Tennis. Das reicht völlig. Okay. Meinetwegen, mach doch, was du willst. Aber weißt du was? Ich würde dich sehr gerne zu einem zivilisierten Essen einladen, wenn du wieder da bist. Ja, vielen Dank. Pass auf dich auf, Katharina. Ich möchte nicht, dass einem Menschen, den ich mag, etwas passiert. Ich gehe wandern, Mason. Was soll da passieren? Löwen, Tiger und Bären. Oh Mann. Du kennst doch den Zauberer von Oz. Aha. Ich meine, was ich sage. Was würden wir unbeholfenen Käppels nur tun, wenn wilde Tiere dich wegzaubern? Ihr überlebt es. Ich werde nie vergessen, wie nett du zu uns warst. Das bedeutet mir viel. So wie deine Freundschaft auch mir. Also dann. Bis bald. Damals angelogen. In Wirklichkeit liebe ich Mason. Ich glaube nicht, dass ich mir das anhören muss. Nein, warte, du solltest dir das ruhig anhören. Ich denke, dass er gut für mich ist. Und was wichtiger ist, ich denke, dass er mich unterstützt. Und ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand unsere Beziehung gefährdet. Du nicht und auch sonst niemand. Ich weiß nicht. Ist das eine Frage der Zuständigkeiten? Erklären Sie mir bitte, wie kann eine leicht verwirrte Frau die gesamte Polizei von Santa Barbara an der Nase herumführen? Mit anderen Worten, ich möchte Sie gestern. Ja, natürlich. Ja, komm rein. Okay. Hallo. Absolut niemand, der so aussieht wie Susanne, hat Santa Barbara in den letzten 3 Tagen verlassen. Nicht mit dem Flugzeug, nicht mit der Bahn und auch nicht mit dem Bus. Genau das erzählt mir im Augenblick jeder, aber es fällt mir schwer, das zu glauben. Was soll mit der Frau passiert sein? Soll sie vielleicht der Erdboden verschluckt haben, sie oder was? Sie will einfach nicht gefunden werden, ob es dir gefällt oder nicht. Du musst es einfach akzeptieren. Nein, muss ich nicht. Die Frau entkommt mir nicht.
Angela? Auf der Terrasse, Schatz. Du siehst aber nicht gerade so aus, als wärst du in einer Notlage. Wer soll denn das gesagt haben? Hast du nun eine Nachricht hinterlassen, dass ich sofort nach Hause kommen soll oder nicht? Natürlich. Was ist schon dermaßen wichtig? Ich habe für dich ein Interview arrangiert. Mit Warren Lockridge. Du kriegst eine ganze Seite. Erwartest du von mir, dass ich jetzt beeindruckt bin? Eine ganze Seite in diesem Blatt bedeutet doch nicht mehr als eine Rubrik anderswo. Sei kein Snob, Cherie. Warren Lockridge ist ein Draufgänger. Und glaub mir, Liebling, die Santa Barbara Rundschau ist die meistgelesene Zeitung in den nächsten 6 Monaten. Du solltest dich also besser auf seine Seite schlagen. Moment mal, was ist mit meiner Seite? Du weißt, dass er es wahrscheinlich war, der mit Santana mitten in der Nacht auf und davon lässt. Deswegen können wir doch trotzdem seine Zeitung für unsere dringend benötigte Publicity nutzen. Angela, ich stehe für alles, was er aus tiefstem Herzen hasst. Wir beide wissen doch, dass das gedruckte Interview ganz anders lauten kann, als das tatsächlich geführte. Und der Kerl hat die Karten in der Hand. Ein Interview mit ihm kann schnell zum Eigentor werden. Ich bitte dich, du wirst schon mit ihm fertig werden. Hast du dafür einen bestimmten Anhaltspunkt oder spricht aus dir jetzt deine übliche Arroganz? Er ist genauso auf uns angewiesen, wie wir auf ihn angewiesen sind. Das ist eine faire Abmachung. Seine Publicity, dein Prestige. Und glaub mir, er ist clever genug, um das zu wissen. Angela, wie manipulierst du heute? Mich oder Lockridge? Wen wollte ich natürlich? Julia. Hallo. Dash. Es trifft dich gut, dass ich dich sehe. Ich wollte dir etwas sagen. Hast du einen Moment Zeit? Eigentlich nicht. Ich muss dringend telefonieren. Es ist sehr wichtig. Dies ist auch wichtig. Das ist es bei dir immer. Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich wollte gerne, dass du es von mir erfährst. Gut. Ich habe aufgehört, im Krankenhaus zu arbeiten. Was ist passiert? Weißt du es? Es ist nicht wie Fahrradfahren. Man kann es verlernen und ich habe es verlernt. Ich habe Probleme mit der modernen Technologie. Und ich finde einfach, es ist unfair den Patienten gegenüber. Sie haben Anspruch auf eine kompetente Versorgung. Ist irgendwas passiert? Nein. Aber es hätte etwas passieren können. Ich habe einige Fehler gemacht und es als Warnung verstanden. Deswegen höre ich lieber auf. Freut mich zu hören, dass du Warnungen jetzt ernst nimmst. Aus diesem Grund sollten wir eigentlich auch lieber nicht mehr miteinander reden. Schon klar, ich wollte dir auch bloß meine Entscheidung mitteilen. Ja, das mag schon stimmen, aber ich bin es einfach leid, verstehst du? Keine Angst, wenn du nicht viel Zeit in den Bergen verbringst, wirst du mich sowieso nicht wiedersehen, weil ich werde beim Feuerschutzprogramm arbeiten und Waldbrände in den Bergen bekämpfen. Warum ausgerechnet Feuer? Du kennst doch meine Einstellung zur Umwelt. Es ist friedlich und ruhig und die Einsamkeit. Du weißt, ich bin mit Menschen nie so gut. Merkwürdig. Wir kommen irgendwie immer wieder darauf zurück. Ja. Vielleicht sollten wir vergessen, was gewesen ist. Das würde ich gern. Mehr als alles andere auf der Welt. Denkst du denn, das wäre möglich? Ich weiß nicht genau. Ich werde es versuchen. Ich glaube, du hast einen Preis gezahlt. Gerade bei dir. Ist irgendwas passiert? Nein, es ist nur wieder dieser Traum. Ich träume, dieser Jameson steht plötzlich in der Tür und ich versuche. Das wird er nicht. Es ist schon bald vorbei. Das Resultat der Tablettenanalyse liegt jetzt vor. Es gibt dir recht. Du meinst, ich habe mir das alles nicht eingebildet.
Nein, Santana, das war keine Einbildung. Du warst unnötigerweise im Krankenhaus. Es ging um Geld. Nur um Geld. Oh Gott. Oh Gott. So lange wollte ich nicht glauben, dass ich wirklich krank bin, das weißt du. Aber dann habe ich es akzeptiert und habe versucht wieder, ich habe alles versucht, wieder gesund zu werden, Warren. Also habe ich meinen Widerstand aufgegeben und die Tabletten alle genommen. Irgendwann konnte ich dann unterscheiden zwischen der Realität und meiner Fantasiewelt, verstehst du? Weißt du, Warren, es war wie eine Wiedergeburt. Mit ganz neuen Augen und einem neuen Herzen, einem ganz neuen Verstand. Ich habe angefangen, alles ganz neu zu erlernen. Und dann hat dich ausgerechnet der betrogen, dem du am meisten vertraut hast. Ja. Ja. Du siehst. Warren, irgendwie war ich davon überzeugt, ich wäre wirklich wieder krank gewesen. Du hast dich geirrt. Du bist nicht krank. Okay. Es wird Zeit, dass du Cruz die Wahrheit sagst. Nein, das kann ich nicht. Was ist, wenn er mir nicht glaubt? Wir haben Beweise. Nein, ich kann ihm nicht vertrauen. Doch, ich kenne Cruz. Der Mann, den du geheiratet hast, hält sich ans Gesetz. Du kannst ihm vertrauen. Du hast sie gut gekannt. Warum sollte sie weggehen? Sie stand unter immensem Druck. Vielleicht hat das mit ihrem Verschwinden zu tun. Druck? Ich verstehe dich nicht. Du meinst, weil sie genauso aussieht wie Eden? Es muss sie genervt haben, dass ihre Ähnlichkeit mit Eden jedem, dem sie begegnet ist, zwangsläufig auffallen musste. Vielleicht war es ihnen nur leid, immer so merkwürdig angestarrt zu werden. Es würde einen Sinn ergeben. Es ist bestimmt schwer für sie gewesen. Ja, genau das glaube ich auch. Und ich habe sie noch seltsamer behandelt als sonst irgendjemand. Inwiefern? Ich wollte, dass sie Eden ist. Auch wenn ich so getan habe, als ob das nicht der Fall wäre, ich wollte, dass sie Eden ist. Ich habe ihr sogar eine Flasche von Edens Parfum geschenkt. Das glaube ich doch alles selbst nicht. Das ist verständlich. Hat deine Sorge um Susans Verschwinden möglicherweise irgendetwas damit zu tun, Cruz? Nein, das nicht. Was ist es dann? Ich weiß nicht, aber es hat damit nichts zu tun. Es ist nur, irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Und ich will wissen, was. Castillo? Ja, Lockridge. Warren, was kann ich für dich tun? Dieses Mal tue ich was für dich. Ich bin bei Santana. Sie will aussagen. Bei Santana wo? In Flame Beauforts Haus. Hältst du das für eine gute Idee? Das werden wir dir schon erklären. Kannst du gleich kommen? Ich bin in 15 Minuten da. Bleibt, wo ihr seid. Wo ist Santana? Sie ist in Flames Haus. Was hat denn jetzt Flame damit zu tun? Das werde ich schon herausfinden. Wenn du willst, kannst du mir inzwischen einen kleinen Gefallen tun. Das ist alles, was ich über diese Susanne finden konnte. Überprüf bitte ihre Eltern. Sie wohnen in Murfreesboro, North Carolina. Nun, ich denke, es wäre vielleicht besser, wenn du das alles einfach vergessen würdest. Für euch beide. Ja. Ja, bestimmt. Und wenn ich es könnte, würde ich's. Danke.
Augenblick. Ja, bitte. Gehst du mir heute aus dem Weg? Keinesfalls. Du etwa mir? Absolut nicht. Aber warum haben wir uns dann heute noch nicht gesehen? Schlechtes Timing. Aha. Wir sollten unsere Uhren aufeinander abstimmen. Besser, oder? Du hast dir gerade was angesehen? Das Video eines Feriendomizils, das in Cancun errichtet werden soll. Sie suchen Investoren. Oh mein Gott, ich liebe Cancun. Ich würde es gern sehen. Nachher vielleicht. Zunächst würde mich interessieren, wie deine erste Nacht im Haus der lieben Lockridges gewesen ist. Ist es schlimm gewesen? Sehe ich so aus? Ich stelle die Frage anders. Sind die anderen noch am Leben? Sie leben noch, ja. Komm schon, spann mich nicht auf die Folter. Okay. Warren rief uns alle auf dem brandneuen Teppich zusammen und klärte die Lage der Familie. Und die ist? Gar keine Lage. Das ist ja ein Teil des Problems. Und außerdem war er nicht erfreut festzustellen, dass ich den Geldbeutel der Familie verwalte. Und das Positive, na komm. Was willst du hören? Wenn du sagen würdest, dass ihr anschließend in euren eigenen Zimmern wart. Oh, waren wir nicht. Jedenfalls er nicht. Denn Warren hat sich entschieden, nicht dort zu bleiben. Wieso? Weil er es ungemütlich fand. Und wie fandest du es? Ich war erleichtert. Interessant. Hat er das mit dir besprochen oder hat er vorgezogen, euch das einfach zu verkünden? So machen das die Capwells. Wir Lockridges handhaben das privater. Wir haben in meinem Zimmer darüber gesprochen. Allein? Ja, ziemlich allein. Oh, hätte ich doch eine Fliege an der Wand sein dürfen. Was hätte ich da wohl gehört? Können Fliegen hören? Du hättest gehört, wie ich sagte, dass du der Einzige bist, den ich will. Und dass ich nichts tun würde, das unsere Beziehung irgendwie in Gefahr bringen würde. Und ich sagte noch, dass du gut für mich bist. Genau das? Wenn du es ganz genau wissen willst, kannst du ja wieder Banzen bei mir einbauen. Genauso wie in Singapur. Ich habe schon daran gedacht. Du kleiner Mistkerl, du. Willst du wissen, was mich abhielt? Ja, unbedingt. Ich hatte einfach Angst vor dem, was ich herausfinde. Es gibt nur zwei Dinge, die du fürchten musst in unserer Beziehung, Mason. Erstens, deine besitzergreifende Art könnte mich irgendwann das Weite suchen lassen. Und zweitens? Wenn du mich nicht sofort liebst, gleich hier. Keine weitere Drohung mehr nötig. Dein Wunsch ist mir... Wo ist deine Sekretärin? Sie hat heute frei. Zum Glück gibt's Anrufbeantworter. Ich muss sprechen. Es ist sehr wichtig. Ich bin im Restaurant. Hört sich wirklich dringend an. Aus damit. Was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Meiner Meinung nach war ihr Leben in Gefahr. Sie selbst hat es so gewollt. Ich habe ihn gebeten, mich da rauszuholen, Kurs. Aha. Und jetzt willst du mir das erklären? Also, lass hören. Ich habe meine Tabletten wie gewöhnlich genommen.
Aber sie schienen irgendwie eine negative Wirkung auf mich zu haben. Deswegen habe ich Verdacht geschöpft, dass Dr. Jameson irgendwas damit gemacht hat. Und dann habe ich sie versteckt. Wo hast du sie versteckt? Unterm Bett, unterm Kopfkissen, wo immer es ging. Und meine Zimmernachbarin hat es dann auch getan. Cruz, ich habe die Tabletten untersuchen lassen. Das Ergebnis hat eure Vermutung bestätigt? Ja, das hat es. Tja, das ist ein Anfang. Ist das etwa alles, was du zu all dem zu sagen hast? Santana, wir können nicht beweisen, dass die Tabletten, die untersucht wurden, die sind, die du bekommen hast. Dein Wort stünde gegen seins. Oh, natürlich. Mein Wort ist nichts wert. Ich fantasiere ja auch bloß. Tut mir leid, aber du musst nun mal solche Vorwürfe vor Gericht auch beweisen. Er hat recht. Und außerdem brauchen wir ein Motiv, ein plausibles Motiv, bevor wir eine Chance haben, Dr. Jameson wegen Mordversuchs vor Gericht zu bringen. Das kriegen wir auch noch. Aber du musst doch zugeben, dass wir immerhin schon auf der richtigen Spur sind. Das muss dich doch überzeugen. Cruz, du hast mich mal besser gekannt als sonst ein Mensch. Ich sage die Wahrheit, Cruz. Gott ist mein Zeuge, dass ich mir das alles nicht nur einbilde. Nur einen Moment. Du platzt nicht gerade vor Begeisterung. Ich würde sehr gern darauf einsteigen wollen, glaub mir. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Kannst du mir vielleicht verraten, wie ich dich überzeugen kann? Ein Psychiater, den ich gut kenne, den werde ich fragen. Und wenn der das Ganze hier absegnet, dann werde ich einsteigen. Danke. Sie haben mir eine andere Nummer gegeben. Er sollte längst hier sein. Warum habe ich mich eigentlich so beeilt? Wieso maulst du mich an? Kann ich was dafür, wenn er zu spät kommt? Warren, hier ist Angela Raymond. Angela? Angela Raymond, ich glaube, ich müsste schon seit einer halben Stunde bei Ihnen sein, habe ich recht? Richtig. Und mein extrem beschäftigter Mann ist leider gar nicht erfreut über Ihre Verspätung. Können wir einen neuen Termin vereinbaren? Nein, er ist für den Rest der Woche vollkommen ausgebucht. Er hat auch heute nur wenig Zeit. Gut, ich bin gleich da. Ich hatte ein Interview vereinbart und da muss ich jetzt leider hinfahren. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich habe hier einen Polizisten, der auf mich aufpasst. Ich rufe dich an, Cruz. Okay. Nein. Also, ich hoffe, du verstehst, dass ich den Psychiater zu Rate ziehen will. Ja, aber natürlich. Obwohl, offen gesagt, bin ich doch ziemlich enttäuscht von dir, Cruz. Aber ich werde es verkraften. Wenn du willst, dass ich dir helfe, dann brauchen wir wasserdichte Beweise. Man merkt, dass du Polizist bist. Okay. Danke. Du weißt, wie gern ich dich hab, Santana. Hoffe ich jedenfalls. Das war immer so. Cruz. Hast du dich jemals gefragt, was gewesen... Ob ich mich jemals gefragt habe, was gewesen wäre, wenn... Das habe ich mich schon tausendmal gefragt. Immer und immer wieder. Was denkst du denn? Die Dinge kommen, wie sie kommen müssen. So war's immer. Tja, weißt du was? Ich bin froh, dass du mein Freund bist. Jetzt. Ich bin dein Freund, glaub mir. Und egal wie, ich werde dich da rausholen. Ich schwöre es. Okay. Das ist bestimmt für mich. Danke. Ja? Cruz, gute Neuigkeiten. Wirklich? Wir können noch welche brauchen. Ein Passant hat sich gerade bei mir gemeldet. Und er sah Jamesons Wagen, und zwar genau an dem Ort, wo Santana angefahren wurde. Und er hat den Fahrer ganz genau erkennen können. Gut, ich bin gleich da.
Ich muss weg. Du bist vielleicht schneller raus, als du denkst. Also dann... Ist irgendwas passiert? Du hast ein gerötetes Gesicht. Bist du krank? Nein, mir geht's gut. Das ist bloß das rosige Strahlen, das aus meinem Herzen kommt und sich auf meinen Wangen zeigt, wenn ich dich sehe. Setz dich, ich muss was Wichtiges mit dir besprechen. Ist was mit Samantha? Samantha geht's gut, es ist beruflich. Es wäre sehr nett gewesen, wenn du das erwähnt hättest. Oh, haben wir heute etwa miese Laune? Schon gut. Dr. Jameson wird wohl nicht der Arzt des Jahres werden, denn die genaue Laboranalyse bestätigt die Vermutung Santanas, was die Medikamente betrifft, voll. Das kaufst du dem doch nicht ab, oder? Ich kaufe niemandem was ab, das steht im Laborbericht, es leider. Es kümmert mich nicht, was im Bericht steht. Ich finde dich genauso verrückt wie Santana. Ist Wahnsinn ansteckend. Und du hörst dich so an, als wärst du Dr. Jamesons Freund. Wieso auch nicht? Dr. Jameson ist unser Familienarzt. Seine Pokerspiele mit meinem Vater sind Tradition. Ist er etwas spielsüchtig? Nein, er... Ach komm schon, der Mann schwimmt im Geld. Er hat es nicht nötig, sich durch Tabletten zu bereichern. Ganz abgesehen von deiner Meinung, kann ich nicht einfach ignorieren, dass Santana Angst um ihr Leben hatte und beinahe hätte sie es verloren durch einen Wagen, der nun mal Dr. Jameson gehört. Das war nur Zufall. Und was ist das? Ich weiß, von wem das stammt. Dein lieber Neffe war so frei. Ach Gott, hilf uns! Warren Lockridge geht um. Er läuft rum und will alle Krankheiten der Welt heilen, ob echt oder eingebildet. Aber Julia, lass dich von ihm nicht einspannen. Du bereust es. Ist das eine Drohung? Ein freundschaftlicher Rat. Eine falsche Verhaftung, wie von jemand wie Dr. Jameson. Und deine Karriere ist vorbei. Klarstellen. Ich höre. Ich möchte das Interview unbedingt vorher lesen, bevor es gedruckt wird. Kein Problem, natürlich gern. Ich will Ihnen auch nicht verschweigen, dass ich Bedenken habe, das Interview zu machen, besonders mit Ihnen. Ich bin nicht hier, um einen Skandal aufzudecken, falls es das ist, was Sie befürchten. Selbst wenn es so wäre, es gibt keinen... Ich weiß, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich gebe zu, ich bewundere Sie, Sir. Was Sie in den vergangenen Jahren erreicht haben, war ziemlich beachtlich. Vielen Dank. Sie waren Ihr Leben lang auf den Beinen. Ich frage mich, ob es Sie nicht langweilen wird, eine Weile zu sitzen. Sie meinen wohl den Richterstuhl. Ich bin sicher, das ist nur ein kleiner Zwischenstopp für Sie. Ein Mann und eine Frau wie Sie beide können jedes Ziel erreichen, das Sie erreichen wollen. Also, was ist Ihr Beruf? Ja, ich bin Autohändler, wissen Sie? Und deswegen kann ich mich besonders gut an den Wagen erinnern, der letzten Mittwoch am Straßenrand gestanden hat. Hören Sie, ich bitte nur, so ein Wagen darf nicht einfach am Straßenrand liegen bleiben. Sie verstehen, was ich meine. Okay, alles, was wir wollen, ist, dass Sie uns genau sagen, was Sie gesehen haben. Und sagen Sie uns jedes Detail, das Ihnen einfällt. Okay, es war genau so, wie ich sagte. Ich sah diesen fantastischen Wagen. Und ein Typ saß drin. Also hielt ich auch an, stellte mich neben ihn und sah durch das Beifahrerfenster. Und ich fragte den Mann, ob ich ihm vielleicht helfen kann. Wissen Sie, ich habe ein Autotelefon. Ich hätte ganz leicht Hilfe für ihn rufen können. Mir war da noch gar nicht aufgefallen, dass er selbst ein Telefon im Wagen hatte. Ja, wenn ja, ich das ja, eher gut, gewusst okay, hätte. Gut, aber als Sie ihn fragten, ob Sie ihm helfen könnten, was hatte er geantwortet? Oh, er hat nur gesagt, nein, danke. Er hat gerade den Stadtplan studiert. Also bin ich weitergefahren und erst viel später, als ich zufällig eine Zeitung in die Hand bekam, las ich den Artikel über die Fahrerflucht. Und dass es genau an der Stelle passiert ist und auch, dass dieser Tatwagen offensichtlich einem Arzt gestohlen wurde. Ja, 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 schön. Hören Sie, das war sehr gut, dass Sie gekommen sind. Wir schätzen das und wir danken Ihnen. Ich hätte da nur noch eine Frage mit Ihrem Blick für Details. Würden Sie den Mann wiedererkennen, wenn Sie ihn sehen? Oh ja, sicher. Den Mann erkenne ich, aber ich sage Ihnen gleich, ich habe nicht alles gesehen. Es war ziemlich dunkel, ich konnte nur das Gesicht sehen. Aber das hat sich in meinem Kopf absolut eingebrannt. Wir haben hier ein paar Fotos. Bitte sagen Sie uns, ob der Mann dabei ist, okay? Aber nur, wenn Sie ihn wirklich eindeutig erkennen. Das ist sehr wichtig. Klar. Gut. Mal sehen. Nein, der ebenfalls nicht. Der schon gar nicht. Den hier kann man auch vergessen. Der sieht aus wie mein Cousin Fred. Nein, nein. Hey, ups. Bingo. Das ist der?
Ja, das ist der Mann. Da gibt es keinen Zweifel. Oh Gott. Um dein Bedürfnis nach Diskussion zu befriedigen, weswegen willst du Dr. Jameson denn anklagen? Betrug und kriminelle Behandlungsmethoden sind noch zweitrangig. Und was ist die Hauptanklage? Ein Mordversuch, ein Angriff mit tödlicher Waffe? Wie viele Gründe willst du denn noch haben, das Mason? Das ist absurd. Dr. Jameson ist kein Mörder. Es fällt mir genauso schwer wie dir, das zu glauben. Aber Tatsache ist doch, dass mir die Beweise nur so um die Ohren fliegen. Ich komme ja selbst nicht mehr mit, Mason. Beweise? Tabletten, deren Herkunft du nicht beweisen kannst. Die beeidigte Aussage einer Paranoiden. Julia, diese Beweise würde ich in der Luft zerreißen. Und das Motiv? Verzeihung, Miss Wainwright. Für Sie. Danke. Hallo? Volltreffer. Der Jameson-Fall? Ein Autofahrer hat Dr. Jameson wiedererkannt. Ich komme gleich. Und? Dr. Jameson war am Tatort. Er wurde gesehen. Hast du nicht ein winziges Detail übersehen, Julia? Was denn, Darling? Wir wissen doch beide genau, wo er zum Zeitpunkt des Unfalls war. Er war hier, bei der Spendenaktion. Danke für den Hinweis. Gern geschehen. Ich brauche eine Pause. Okay. Was ist mit dir? Nein, es geht. Pass auf, dass du nicht verdurstest. Es geht mir gut, danke. Entschuldigen Sie bitte, fehlt Ihnen was? Mir geht es gut. Ihnen geht's also gut? Toller Witz. Entzückend. Ja, Mason, bis jetzt habe ich es geschafft, dir immer einen Schritt voraus zu sein. Es war interessant festzustellen, dass du mir in die Augen sehen und mich anlügen kannst, Sekunden bevor du mit mir schläfst. Ich habe deine Wanze gefunden. Wo ist jetzt die Kamera? Wenn ich die finde, habe ich alles unter Kontrolle. Wer ist da? Polizei, aufmachen! Werde ich jetzt verhaftet? Für gewöhnlich verhafte ich niemanden, wenn ich Blumen dabei habe. Ich glaube, ich sollte Aktien von Blumenläden kaufen. Ich hoffe, die Blumen wirken bei Ihnen. Das kommt darauf an, was Sie wollen. Ich will einen Waffenstillstand. Michael Donnelly. Was zum Teufel? Ich möchte, dass wir wieder Freunde werden, Cassie. Ich bin nicht sicher, dass wir das jemals waren. Dann schlage ich vor, wir fangen damit an. Ich gebe zu, ich war etwas ungeschickt. Ich hätte mein Wissen über Ihre Beziehung zu Ron geheim halten sollen. Aber es war keine böse Absicht und ich wollte Ihnen auch nicht wehtun. Es war mir wichtig, Ihnen das zu sagen. Es ist sehr nett, dass Sie extra deswegen gekommen sind. Sie werden es wahrscheinlich nicht glauben, aber... Sie können mir vertrauen. Ich würde Ihr Vertrauen nie missbrauchen. Ich würde Ihr Geheimnis nie in irgendeiner Weise gegen Sie verwenden. Aber andere, die würden es tun. Warum habe ich plötzlich das Gefühl, dass wir nicht mehr über Sie sprechen? Hören Sie, Cassie. Ich weiß, was Sie für Mason empfinden. Aber Mason ist nur daran interessiert, gegen jeden etwas in der Hand zu haben. Das ist es. Geben Sie ihm nicht diese Möglichkeit. Wie schön zu erfahren, was man von mir hält. Michael, ich merke, dass Sie das ehrlich meinen. Und ich weiß das zu schätzen. Wirklich. Aber wenn wir jemals Freunde werden sollen, dann müssen Sie eins respektieren. Ich habe vor Mason keine Geheimnisse. Er nimmt einen sehr großen Teil meines Lebens ein. Meine Cassie, Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass er alles weiß. Ich will sagen, dass ich ihm absolut vertraue. Oh, ich gestehe, ich habe nicht bemerkt, dass Ihre Beziehung schon so weit fortgeschritten ist. Doch, das ist sie. Er weiß alles. Und wissen Sie was? Er liebt mich trotzdem. Und Sie? Das ist doch wohl offensichtlich.
Mason hat mir über die Sache mit Warren hinweggeholfen. Ich glaube nicht, dass ich es ohne ihn geschafft hätte. Dann hoffe ich, dass Sie glücklich werden. Seien Sie bitte vorsichtig, Cassie. Okay. Er kann gefährlich sein. Michael, er ist ein Zufluchtsort, keine Bedrohung. Gut, ich muss jetzt gehen. Dann können wir uns dann wenigstens in Zukunft anlächeln, wenn wir uns zufällig begegnen. Ja, natürlich. Schön. Ach, Michael, und vielen Dank für die Blumen. Oh, keine Angst, ich schicke Ihnen die Rechnung. Hallo? Ich dachte, der Bulle verschwindet nie. Wie war das bitte? Ich hab was für dich. Ich hoffe, du freust dich darüber und verstehst es. Was ist los, Mason? Ich will dir was schenken. Den Überwachungsplan für die Monteure. Du kannst ihn dir ansehen, wann immer du willst. Du hast... Ich weiß, ich bin der größte Mistkerl, der rumläuft. Das verstehe ich nicht. Wenn du dir schon die ganze Arbeit gemacht hast, mich zu überwachen, warum sagst du es mir dann jetzt? Ganz einfach. Ich brauche sie nicht mehr. Inzwischen fängt es an, richtig Spaß zu machen, aber dummerweise habe ich in einer halben Stunde eine Besprechung in meinem Büro, also wenn sie nichts dagegen... Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gern noch schnell ein paar Sachen durchgehen. Soviel ich weiß, haben Sie keine gemeinsamen Kinder. Nein. Und sicher verlief Ihre Kindheit ganz normal, ich meine, nicht irgendwie ungewöhnlich. Ich habe da nur noch eine Frage. Zu dem Unfall von Ihrer Schwester Marilyn. Tja, sozusagen unsere einzige Tragödie. Gott sei Dank. Wir sollten lieber nicht darüber sprechen. Es war der schrecklichste Moment unseres Lebens. Ich denke, das geht keinen etwas an. Einverstanden? Ja. Gut. Das war's dann. Also, ich muss schon sagen, Sie haben sich gut geschlagen. Sie auch. Angela. Mr. Lockridge. Möglicherweise hättest du ihn bei der Frage über Marilyn nicht so schnell abwürgen sollen. Er muss eben in den Zeitungsarchiven blättern. Da findet er über Marilyn alles. Alles, was für andere interessant ist. Hier ist Dr. Grant Jamieson. Ich möchte meinen Flug für heute nicht Abend bestellen. Nicht heute Abend, Doktor. Was soll das? Tut mir leid, Dr. Jamieson. Sie sind hiermit verhaftet. Was sagen Sie mir vor? Wir haben Grund zu der Annahme, dass die Santana mit ihrem Wagen angefahren. Das ist doch absurd. Ich war im Krankenhaus. Alles, was Sie von jetzt an sagen, kann Mason, halte ich da raus. Das ist Sache der Polizei. Das ist meine Angelegenheit, Cruz. Als Rechtsbeistand dieses Herrn rate ich ihm vorläufig nichts zu sagen. Wenn ihr mit dieser Farce weitermachen wollt, schlage ich euch vor, dass ihr ihn über seine Rechte aufklärt. Mit Vergnügen. Kommen Sie herüber, bitte. Sie haben das Recht zu schweigen. Wenn Sie auf dieses Recht verzichten, kann alles, was Sie sagen, gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu sprechen. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.